Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial über FreeCAD. In diesem Videotutorial werden wir uns Innengewinde anschauen und was man tun kann, um diese darzustellen unter FreeCAD bzw. um diese zu modellieren. Die eingesetzte FreeCAD-Version ist die 014.33.10, die Entwicklerversion unter Windows 7 64-Bit. Um ein konkretes Beispielmodell für die 3D-Modellierung zu haben, habe ich mir eine Sechskantmutter nach DIN 934 in der Größe M6 herausgesucht. Ich habe aus dem Tabellenbuch Metall die notwendigen Modelliermaße entnommen, mit Ausnahme dieser Anfassungsschräge, die habe ich in anderen Quellen nachgeguckt, dass die etwa 30 Grad beträgt. Also legen wir los. Wir legen also, falls noch nicht passiert, eine neue Datei an. Dann stellen wir sicher, dass wir uns in der ParDesign Workbench befinden. Und wir werden als erstes den Sechskant auf der XY-Ebene zeichnen. Also sage ich, ich hätte gerne eine neue Skizze. Und sage, die XY-Ebene ist in Ordnung. Und dann werde ich jetzt als erstes mit Hilfe der Polylinie ein Sechseck zeichnen. Ich fange in diesem Quadranten an, zeichne eine Linie und achte darauf, dass es senkrecht ist. Ich klicke den ersten Punkt an, dann zeichne ich die Linie weiter und sorge dafür, dass diese grüne Achse, also die Y-Achse, gefangen wird. Ich zeichne wieder eine Linie rüber, dann wieder eine senkrechte Linie. Ich schaue zu, dass er senkrecht fängt, dann geht es wieder zurück auf die grüne Linie und dann geht es zurück hier auf den Anfangspunkt. Jetzt ist es natürlich so, dass in einem Sechseck logischerweise alle sechs Seiten die gleiche Länge aufweisen. Also alle sechs Seiten werden angeklickt und bekommen die entsprechende Beziehung. Dann ist es so, dass in einem Sechseck alle diese Winkel 120 Grad sind. Also zwei Seiten markieren, eine Winkelbeziehung vergeben von 120 Grad. Und schon sieht das schon mal verdächtig nach Sechseck aus. Wenn ich jetzt noch ein bisschen ziehe, dann stimmt da schon mal eine Symmetrie nicht. Die Symmetrie zur Y-Achse ist soweit okay, die habe ich indirekt durch die ganzen Beschränkungen definiert. Aber ich brauche noch eine Symmetrie zu dieser roten X-Achse, alles klar. Ich suche mir zum Beispiel diese beiden Punkte raus, dann markiere ich noch die Achse, vergebe eine Symmetriebeziehung. Die Skizze hat noch einen Freiheitsgrad und das ist die Schlüsselweite des Sechskantes, wenn man das so sieht. M6 nach DIN 934 hat eine 10er Schlüsselweite, also gebe ich das Maß 10 mm dazu. Dann schließe ich die Skizze und wähle die Funktion Pad, sage eine Länge von 4,7 mm, sofern noch nicht geschehen. Wir können es theoretisch symmetrisch zur Ebene setzen, ganz nach Wunsch. In meinem Fall mache ich das mal nicht. Ich sage OK und habe hiermit einen extrudierten Sechskant im ersten Schritt mal erzeugt. Für den nächsten Schritt brauche ich das Eckenmaß des Sechskantes. Ich könnte das jetzt aus dem Tabellenbuch rauslesen oder selber ausrechnen, aber in dem Fall möchten wir es mal im CAD bestimmen. Ich sage also, ich messe einen Abstand. Wähle diesen Punkt hier aus und wähle diesen Punkt hier aus. Und FreeCAD sagt, die Distanz soll 11,539 mm betragen. Diese Zahl merken wir uns, beziehungsweise wir werden nachher 12 mm brauchen, dass wir ein bisschen Überlappung haben. Soweit wunderbar. Ich markiere jetzt diesen Eintrag im Modellbaum und sage dann Entfernen auf der Tastatur, um ihn wieder rauszulöschen. Für den nächsten Schritt erstellen wir nun einen Rotationskörper mit einer Skizze, die auf der XZ-Ebene liegt. Dazu werde ich also in den Drahtgittermodus wechseln, damit ich leichter die Skizze einzeichnen kann. Und ich sage, ich möchte gerne eine Skizze erstellen auf der XZ-Ebene. Sage OK. Zoome als erstes etwas genauer hin. Dann werde ich mit der Polylinie anfangen zu zeichnen. Ich werde beim ersten Punkt sicherstellen, dass er diese horizontale Zeichnungsachse, also die X-Achse, fängt.
dann eine schräge zeichnen, dann eine senkrechte Linie, dann wieder eine schräge, eine waagrechte Linie, wieder eine schräge, dann wieder eine senkrechte Linie, dann werde ich wieder eine schräge zurückzeichnen auf die x-Achse und dann werde ich schauen, dass er hier mit dem Cursor den Endpunkt hier fängt. Jetzt warnt er mich natürlich, weil er hat im Eifer des Gefechts jetzt eine Beziehung zu viel gesetzt automatisch. Wenn diese beiden Punkte Element der x-Achse jeweils sind, dann ist die Beziehung waagrecht für diese Linie noch zu viel. Oder ich könnte auch genauso gut eine dieser beiden Beziehungen rauslöschen. Also, diese löschen wir hier wieder und schon haben wir die L-Freiheitsgrade und die Warnung ist weg. Jetzt sage ich im nächsten Schritt, diese beiden Linien sollen gleich sein. Dann sage ich, diese beiden Linien sollen gleich sein. Jetzt möchte ich im nächsten Schritt haben, dass diese Winkel von diesen Linien zu den horizontalen Achsen jeweils gemessen immer 30 Grad sind. Also sage ich, diese beiden Linien, denen vergebe ich eine Winkelbeziehung. Der Gesamtwinkel sind 180 Grad, also möchte ich 180 minus 30, sprich 150 Grad haben. Das gleiche Spielchen machen wir hier noch einmal, indem ich sage 150. Und auch diesen beiden Linien vergebe ich eine Beziehung von 150 Grad. Ebenso wie diesen beiden Linien vergebe ich eine Beziehung von 150 Grad. Das hier soll das Kernloch von M6 sein. Das Kernloch von M6 ist laut Tabellenbuch 5 mm, also dieser Punkt und diese Achse sind auf waagerechtem Weg 2,5 mm, also der Radius von 5 mm, entfernt. Ich kann auch gleichzeitig noch diese beiden Punkte bestimmen mit einer Höhe von 4,7 mm. Dann kann ich sagen, dass dieser Punkt entfernt sein soll 3 mm, also 6 mm halbe. Wir wollen ja ein 6er Gewinde hier drin haben. Also 3 mm. Dann haben wir noch zwei Freiheitsgrade übrig. Das betrifft nämlich noch dieses Maß hier. Dieser Durchmesser, der hier entsteht von der Körperkante her, der soll identisch sein mit der Schlüsselweite. Die Schlüsselweite beträgt 10 mm. Da wir hier auf den Radius rechnen, vergebe ich also ein Maß von 5 mm. Dann haben wir vorhin das Eckenmaß des Sechskantes ausgemessen mit 11,5 und ein paar zerquetschte. Wir möchten etwas größer sein. Das empfiehlt sich bei boolschen Operationen, wenn machbar, immer. Denn wenn ich identische Flächen habe, kommt möglicherweise nicht immer das Ergebnis heraus, das ich erwarte bei boolschen Operationen. Das ist da ein bisschen in der Hinsicht eine Fehlerquelle, eine mögliche. Für diesen Punkt vergebe ich also als Entfernungsmaß etwas mehr als die 11,5 halbe, um sicher zu gehen, sagen wir mal 6 mm. Wir haben eine vollständig eingeschränkte Skizze, wunderbar, die schließen wir. Sie ist nach wie vor markiert. Also kann ich jetzt sagen, ich erstelle den Rotationskörper. Ich drehe um die vertikale Zeichnungsachse, volle 360 Grad. Die restlichen Haken sind erstmal unwichtig. Dann schalte ich wieder um auf die Originalansicht und habe jetzt diese beiden Körper, die sich entsprechend überlappen. Und genau diese Überlappung brauche ich nämlich. Ich wechsle in die Part Workbench, dann markiere ich diese beiden Körper und sage, ich möchte gerne nur noch das übrig haben, was den beiden Körpern gemeinsam ist. Und das sieht doch schon mal sehr nach einer Sechskantmutter, nach D934 prinzipiell aus. Diese Art der Darstellung als Sechskantmutter reicht normalerweise für ein 3D-CAD für eine Sechskantmutter vollkommen aus. Denn im Einsatzfall kommt ja hier noch ein Schraubengewinde normalerweise durch, das über die Mutter drüber hinausragt und dann wäre es schon mal
aus Gründen der Sichtbarkeit und der Performance des PCs völlig unsinnig, ein Innengewinde hier rein zu modellieren. Allerdings ist es natürlich so, dass es durchaus Fälle gibt, wo man ein richtiges Innengewinde anzeigen möchte. Zum Beispiel, wenn man ein Gewindesackloch jetzt in irgendein Teilboard oder sonst irgendeine ähnliche Fertigungsaufgabe darstellen möchte, dann muss es ja irgendeine Möglichkeit der Darstellung geben. Andere 3D-CAD-Programme, also zum Beispiel jetzt SolidWorks, bieten die Möglichkeit an, einer Kante eine Gewindedefinition mitzugeben. Da gibt es dann also wirklich ein entsprechendes Konstruktionselement, wo ich sagen kann, dieser Kante gebe ich eine Gewindedefinition mit, und wenn ich dann nachher eine Zeichnung davon erstelle, dann sorgt diese Definition der Gewindedarstellung dafür, dass in der Zeichnung das Gewinde normgerecht dargestellt wird. So etwas gibt es in FreeCAD derzeit nicht. Es gibt aber auch in FreeCAD in einem gewissen Rahmen Möglichkeiten, ein Gewinde hier tatsächlich einzumodellieren und darzustellen. Auf diese Möglichkeiten möchte ich jetzt nun in weiteren Schritten eingehen. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche mit zylindrischen Ausdrehungen dieses Gewinde darzustellen. Das wäre noch im Bereich, wo ich sagen würde, da bricht die Performance des PCs noch nicht komplett zusammen. Oder ich stelle es wirklich komplett als helixförmiges Gewinde dar, mit allem drum und dran. Auf diesen Schritt würde ich eigentlich nur zurückgreifen, wenn ich zum Beispiel das gesamte Teil als 3D-Part in einem 3D-Drucker herstellen möchte und auch wirklich ein funktionelles Gewinde mit allem drum und dran entsprechend hergestellt brauche von den 3D-Daten. Schauen wir uns mal als erstes die Möglichkeit mit diesen zylindrischen Ausdrehungen an, was ich da machen kann. Ich wechsle also zurück in die Part Design Workbench. Dann schalte ich die Anzeige um auf Drahtgitter. Im Modellbaum schaue ich mir jetzt als nächstes diese rotierte Skizze noch einmal genauer an. Mich interessiert die Länge dieser Linie, die markiere ich und füge hier mal kurz ein Maß hinzu, 4,12 mm. Alles klar, abbrechen. Ich markiere das Maß noch einmal und lösche es raus, damit die Skizze wieder stimmt. Also, 4 mm haben wir hier zur Verfügung. Laut DIN 13 hat ein M6 Regelgewinde eine Steigung von 1 mm. Also das heißt, ich bekomme etwas mehr als 4 Gänge in der Praxis dann auf diese Strecke. Also mit 4 Gängen wird das sicherlich einigermaßen ordentlich aussehen. Sprich, was kann ich tun? Ich kann also sagen, ich fange hier die Linie und zeichne hier Dreiecke. Ja, wieder eine Polylinie. Ich zeichne jetzt der Reihe nach mit der Funktion Polylinie 4 Zähne. So, nochmal eine Polylinie. Wunderbar. Fertig. Jetzt werde ich als nächstes eine Linie von diesem Punkt zu diesem Punkt hier ziehen. Jetzt wird er mich natürlich anmeckern, weil er wieder automatisch noch als zusätzliche überflüssige Beziehung diese Senkrechtbeziehung gesetzt hat. Die markieren wir, löschen sie heraus. Wunderbar. Diese Linie hier erkläre ich zu einem Konstruktionselement. Dann setze ich diese Endpunkte auf diese Konstruktionslinie. Per Constraint. Das mache ich mit all diesen Punkten. Wunderbar. Jetzt kann ich noch im nächsten Schritt sagen, dass alle diese Linien, die ich jetzt der Reihe nach abklicken werde, gleich lang sein werden. Dann werde ich noch als nächstes diese Linie, beziehungsweise die Teil der Linie herauslöschen müssen. Das kann ich mit dem Trimmwerkzeug machen. Ich trimme an einer Kante und wähle dann jeweils mit gedrückter
Steuerungstaste in meinem Fall diese Linie aus. Dann schneidet er jeweils dieses Stück, also die Linie bis zur nächsten Begrenzung, schneidet er weg. So, jetzt hat er auch schon hier die Drahtgitterdarstellung richtig aktualisiert. Jetzt habe ich in der Skizze immer noch 4 Freiheitsgrade. Jetzt wollen wir noch mal schauen, was wir noch alles tun können. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieses hier die Steigung sein soll des Gewindes. Also vergeben wir doch als Beziehung 1 mm. Dann wissen wir, dass die beiden Endstücke nicht ganz 1 mm sein, also nicht ganz gleich sein können und vor allen Dingen nicht gleich in Bezug zu den mittleren Stücken, weil ich habe ja 4,12 mm und die muss ich irgendwie vermitteln. Also suche ich mir hier die mittlerste der Linien und zeichne hier mal eine Linie einfach so in den Raum, in meinem Fall. Diese Linie markiere ich und erkläre sie zum Konstruktionselement. Dann sage ich, der Endpunkt der Linie und diese Linie sollen eine Symmetriebeziehung haben. Der Endpunkt dieser Linie und diese Linie sollen ebenfalls eine Symmetriebeziehung haben. Und diese Linie hätte ich noch gern als waagrechte Linie. Jetzt kann ich noch sagen, dass diese inneren drei Linien, dass die auf jeden Fall die gleiche Länge haben soll und fertig. Denn wenn ich jetzt sehr genau hingucke, dann sieht man ja, diese beiden Linien sind etwas kleiner. Das ist jetzt durch diese kleine Schummelei, die wir vorhin begangen haben. Wir haben nicht genau die 4,12 geteilt, sondern wir haben gesagt, die Steigung wollen wir beibehalten, also können wir nur die Steigung für die mittleren Teile beibehalten und entweder einen Teil extrem ungleich machen oder die Ungleichheit verteilen auf zwei Teile, so wie ich es hier getan habe. Wenn ich jetzt diese Skizze schließe und dann wieder zurückgehe auf die Originaldarstellung, ich sage Isometrie einpassen, dann würde ich doch schon mal behaupten, das sieht doch schon mal verdächtig nach einem Gewinde aus. Und ich muss schon sehr genau ins CAD-Modell reingucken, um zu beweisen, nö, da hat jemand ein bisschen beschummelt. Das ist nicht ein wirkliches Gewinde, so wie es eigentlich sich gehört. Nun schauen wir uns noch die Möglichkeit an, ein helixförmiges Gewinde zu erzeugen, so wie es dann wirklich in der Praxis auch der Fall ist. Allerdings, um dieses helixförmige Gewinde zu erzeugen, müssen wir mit der Funktion Helix und der Funktion Sweep aus der Part Workbench arbeiten, die wir ja bereits kennen. Und wie schon im Tutorial über die Zylinderdruckfeder gesagt, unterliegen wir dann etlichen Beschränkungen und Problematiken des CAD-Geometriekernes, den FreeCAD besitzt, also Open Cascade. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal diese Möglichkeit kurz durchgehen mit allem drum und dran und das Ganze mal besprechen. Ich beende also nun diese Datei, kreiere eine neue und das erste Problem, was wir schon mal angesprochen hatten, war, dass der Geometriekern, wenn es um boolesche Operationen geht und insbesondere wenn diese Helix-Operationen involviert sind, gerne als absoluten Grundkörper einen Grundkörper aus der Part Workbench haben möchte. Diese Part-Design-Körper als Pad oder als Pocket bzw. als Revolution oder sonst irgendwie, die mag er nicht so richtig per boolesche Operationen miteinander verschneiden oder eine entsprechende Addition durchführen oder was auch immer. Also wechsle ich im neuen Dokument als erstes auf die Part Workbench und bilde den rein zylindrischen Teil der Schraube nach. Ich füge also einen Zylinder ein. In diesem Fall soll der Hauptzylinder von einem Durchmesser bis hin zur Schlüsselweite sein. Also sage ich in den Daten, ich verändere seine Höhe auf die bekannten 4,7 mm, die ich für die 6-Kanten-Mutter vorgesehen hatte, beziehungsweise wie sie im Tabellenbuch angegeben ist. Dann verändere ich den Radius des Zylinders auf die halbe Schlüsselweite. Schlüsselweite hatten wir von 10 mm gesprochen beim M6.
bei einer M6-Sechskantmutter nach DIN 934, also sage ich einen Radius von 5 mm. Dann werde ich noch einen zweiten Zylinder einfügen. Der soll das Innenleben erstmal darstellen. Also die innere Bohrung, die Kernlochbohrung. Ich werde den Zylinder markieren, verpasse ihm auch wieder eine Höhe von 4,7 mm und verpasse ihm einen Radius von in dem Fall 2,5 mm. Das ist die Kernlochbohrung. Dann von diesem Zylinder werde ich den Zylinder 01 abziehen. Also wir machen unsere Boolesche Operation und haben in einem ersten Schritt den Grundkörper, dem wir dann das Gewinde verpassen werden, schon mal erzeugt. Für das Gewinde selbst werden wir eine Helix einfügen. Wir werden eine entsprechende Skizze erstellen und diese mit dem Sweep-Befehl dann als Skizze entlang des Profiles Helix austragen. Und das entstandene Gebilde werden wir dann von diesem Körper per Boolesche Operation abziehen. Jetzt ist es so, dass in der aktuellen Version von FreeCAD mit der zugrunde liegenden entsprechenden Revision des CAD Geometriekerns Open Cascade es Probleme bereitet, wenn die Helix und die Skizze in der XZ-Ebene liegen, da hier auch im Prinzip die Hauptskizze des Grundkörpers stets liegt. Wenn also diese beiden Anfänge zusammenfallen, dann funktioniert die Boolesche Operation nicht richtig. Dann ist das Ergebnis falsch. Er bringt dann einfach einen leeren Bildschirm und das wollen wir nicht haben. Sobald man allerdings den Anfang der Helix und die entsprechende Skizze, die ausgetragen werden soll, also gesweept werden soll, in eine andere Ebene verlegt bzw. verdreht gegenüber der XZ-Ebene, in dem Moment macht FreeCAD alles genauso, wie es soll. Und genau das werden wir jetzt tun. Ich füge also über die Part Workbench eine Helix ein. Ich wähle hier also im Menü den Punkt Helix. Ein Regelgewinde nach DIN 13 in der Größe M6 hat eine Steigung von 1 mm. Somit kann ich die Steigung hier lassen. Ich lege als Höhe 6 mm fest. Das ist nicht schlimm, dass das darüber hinausragt. Nachher bei der Boolschen Operation werden wir sowieso eine Differenzoperation durchführen. Ich lege den Radius fest mit 2,5 mm. Einen Winkel brauchen wir nicht, da wir eine zylindrische Helix erstellen wollen. Das Koordinatensystem rechts drehen ist auch soweit okay. Somit sage ich erstellen, schließen. Ich werde nun noch in den Drahtgittermodus wechseln zur Sicherheit. Und die Helix wurde jetzt wieder standardmäßig in der XZ-Ebene angefangen. Das will ich nicht haben. Damit nachher die Boolesche Operation richtig funktioniert, möchte ich gerne diese Helix um 90 Grad verdrehen, dass sie in der YZ-Ebene anfängt. Also markiere ich die Helix, sage bei den Daten, beim Placement, um die Z-Achse verdrehen wir bitte um 90 Grad, sodass hier dieser Anfangspunkt in der YZ-Ebene liegt. Ich sage okay. Dann wechsle ich in die Part Design Workbench und sage als nächstes, ich möchte jetzt diese Dreieckskizze anfertigen, die ich dann entlang der Helix sweepen möchte. Ich sage also eine neue Skizze und zwar auf der YZ-Ebene. Ich sage okay. Zoome etwas näher hin, wähle als Werkzeug die Polylinie, sage, ich mache hier eine senkrechte Linie, dann sorge ich dafür, dass er hier diese Achse fängt und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dann sage ich, diese beiden Linien sollen gleich sein. Diese beiden Winkel sollen außerdem ein Winkel von 60 Grad soll gebildet werden zwischen diesen beiden Linien. Das ist der übliche Flankenwinkel für metrisches Regelgewinde. Dann kann ich noch sagen,
die Entfernung von diesem Punkt zum Nullpunkt in waagrechter Richtung soll etwas weniger sein als der Radius des Kernloches. Also der Radius des Kernloches war 2,5, also da wir ja eine 5er Kernlochbohrung haben, also sage ich in dem Fall 2,4 ist in Ordnung. Und die Entfernung von diesem Punkt zur Achse kann ich in dem Fall noch festlegen mit 3 mm, dass wir unser 6 mm Regelgewinde bekommen. Ich schließe und kann jetzt wieder zurückwechseln in die Part-Workbench und schnappe mir das Sweep-Werkzeug. Ich sage Sketch. Dann klicke ich hier ins Leere, damit der Sketch wieder deselektiert wird. Ich selektiere dafür die Helix, sage, ich möchte einen Volumenkörper erzeugen. Ich möchte, dass Anfangs- und Endfläche coplanar sind. Wunderbar. Und dann sage ich OK. Wenn ich jetzt wieder zurückwechsle auf die Originalansicht und sage isometrisch eingepasst, dann hat er hier schon mal eine richtige Helix erzeugt. Im nächsten Schritt kann ich jetzt die Bulger-Operation richtig durchführen. Ich sage also, von diesem Cut-Körper werde ich den Sweep-Körper abziehen. Also, wir wählen die entsprechende Operation aus und schon hat er hier ein richtiges helixförmiges Gewinde reingeschnitten. Ich kann die Helix noch ausblenden und zur Sicherheit diese Skizze ebenso noch ausblenden. Und schon habe ich hier mein entsprechendes Grundteil erstellt. Das sieht jetzt natürlich noch nicht aus wie eine Mutter, wie eine Sechskantmutter. Aber das werden wir jetzt noch gleich ändern mit entsprechenden zusätzlichen Operationen. Ich wechsle nun also zurück in die Part-Design Workbench, werde jetzt diese obere Fläche hier markieren und sage, ich hätte darauf gerne eine Skizze und werde dann mit Hilfe der Polylinie wieder einen Sechskant zeichnen in der bekannten Manier, wie wir das vorhin schon einmal getan haben, eine senkrechte Linie, die dann hier wieder auf der grünen Linie weitergeht und dann den Endpunkt wieder fängt. Dann werde ich der Reihe nach sagen, dass alle sechs Linien die gleiche Länge haben sollen. Dann werden ein Winkel mit 120 Grad entsprechend festgelegt. Dann mache ich eine Symmetriebeziehung, wie man hier sieht. Dann vergebe ich als nächstes noch eine Schlüsselweite von 10 mm bei M6. Dann werde ich noch zusätzlich einen Radius setzen, sonst würde er ja ein voll ausgefülltes Sechseck als Pad erstellen. Das will ich ja nicht. Also werde ich dem Kreis einen Radius verpassen von etwas weniger als 10 mm, damit ich keine tangentialen Übergänge und sonstige Dinge bekomme. Ich werde ihm also einen Radius von 4,5 mm verpassen. Und dann sagen schließen. Ich wende die Pad-Funktion an und sage, die Höhe soll 4,7 und zwar in umgekehrter Richtung sein. Wunderbar. Jetzt habe ich meinen Sechskant entsprechend extrudiert. Jetzt kann ich der Reihe nach noch die obere und die untere Phase hier sowie eine Anschnittsphase hier und hier festlegen in vier weiteren Operationen und dann wäre die Mutter auch soweit fertig. Also sage ich hier eingepasst und entsprechend geht es jetzt los. Für die Oberphase sage ich also nun eine neue Skizze erstellen in der XZ-Ebene. Ich zoome ein bisschen hin und werde mit der Polylinie
Als erstes ein Dreieck erstellen, indem ich sage, ich brauche hier eine waagrechte Linie, hier eine senkrechte und hier wieder zurück auf den Endpunkt. Ich gebe dem Ganzen hier einen Winkel von 30 Grad mit. Dann sage ich als nächstes, ich möchte, dass dieser Punkt eine Entfernung hat zur Achse von, und normalerweise wäre das jetzt halbe Schlüsselweite, also 5 mm. Nur dann bekomme ich hier diesen Punkt identisch mit dieser hinteren Körperkante, die gerade nicht sichtbar ist. Das wird dem Geometriekern schwer zu schaffen machen, um nicht zu sagen Probleme verursachen, zumindest in der aktuellen Version. Vielleicht in weiteren Neuerungen werden solche Sonderfälle auch richtig abgefangen. Von daher werde ich jetzt mit 4,99 mm einen minimalen Schummler einbauen und werde hier sagen, okay, dann haben wir hier als entsprechende Höhe 4,7 mm. Ist auch so etwas, was man nicht unbedingt machen sollte. Diese Kante in Deckung mit dieser bringen. Überlappungen sind bei Bullschen Operationen immer die bessere Wahl, wenn irgendwie machbar. Dieser Punkt soll in waagrechter Entfernung eine Entfernung von 6 mm haben. Und wunderbar. Die Skizze ist noch markiert. Ich sage also, ich möchte diese Revolution haben. Sage OK. Wechsle zurück in die Part Workbench. Von diesem Pad möchte ich die Revolution abziehen. Hat er jetzt gemacht. Und mit der gleichen Logik werden wir uns jetzt wieder an die untere Phase anmachen. Also Part Design, Skizze, XZ-Ebene. Jawohl, wir zoomen uns etwas ran. Mit der Polylinie werden wir hier unsere waagrechte Linie auf der X-Achse machen. Dann gehen wir senkrecht hoch und fangen wieder den Endpunkt. Jetzt hat er wieder hier diese waagrechte Beziehung zu viel gesetzt. Das sieht man hier an der Fehlermeldung. Die löschen wir raus, damit die Fehlermeldung verschwindet. Dann hatten wir ja gesagt, diese Entfernung soll 4,99 mm betragen. Diese Entfernung soll 6 mm betragen. Und wenn ich jetzt noch hier zwischen diesen beiden Linien meinen Winkel von 30 Grad definiere, ich schließe, stelle diese Revolution her, sage OK, gehe in den Part Workbench Modus, sage Cut, dann markiere ich die Revolution, dann sage ich Bool und ich habe die beiden äußeren Phasen entsprechend richtig eingefügt. So dass ich mich nur noch um die beiden Anschnitte des Gewindes kümmern muss. Um also die obere Anschnittsphase hier zu erstellen, wechsle ich zurück in die Part Design Workbench, eine neue Skizze erstellen auf der XZ-Ebene. Ich sage OK, ich zoome etwas näher an und werde als erstes ein Dreieck zeichnen, das aus einer waagrechten und einer senkrechten Linie besteht, eine Linie, die wieder zurück zum Ausgangspunkt führt. Ich werde diesen Winkel hier mit 30 Grad festlegen. Ich werde diese senkrechte Entfernung mit 4,7, also der Höhe der Mutter, festlegen. Und ich werde diese Entfernung festlegen mit etwas weniger als dem Radius des Kernlochdurchmessers. Also Radius Kernlochdurchmesser war 2,5, somit nehmen wir mal 2,4. Um sicher zu gehen, dann werde ich hier, wenn ich jetzt hier 3 mm machen würde, also genau die Größe des
des gewinnenden Außendurchmessers. Und wenn ich dann sagen würde, ich mache jetzt diese Revolution als Drehung, dann sieht man, dass man hier eine tangentiale Überlappung bekommt. Die mag der CAD-Geometrie gern überhaupt nicht. Deswegen gehe ich nochmal zurück in die Skizze und mache das, was man auch in der Praxis eigentlich genau genommen macht. Ich werde etwas größer ansenken, als der Gewindebohrer nachher schneidet. In meinem Fall nehme ich also einen Wert von 3,1 mm und ich habe dann somit hier keinen tangentialen Übergang mehr. Und wenn ich jetzt von CAD die Revolution abziehe, dazu gehe ich in die Part Workbench, wähle die entsprechende Funktion aus, dann hat er das hier soweit richtig gemacht. Jetzt fehlt nur noch der untere Anschnitt. Beim unteren Anschnitt ist es quasi wieder so, dass der CAD-Geometriekern auch wiederum so seine boolschen Probleme hat. Und zwar wird er rumspinnen, wenn ich in die XZ-Ebene eine weitere Skizze mit einem weiteren Drehfeature und anschließendem Cut-Boolsche-Operation reinlege. Das gibt wieder ungültige Geometrie mit allem drum und dran. Deswegen werde ich mir hier jetzt ein bisschen anders behelfen. Ich werde wieder in Part-Design zurückwechseln und werde sagen, eine neue Skizze, aber diesmal nicht auf der XZ-Ebene, sondern auf der YZ-Ebene. Das ist ja für den reinen Anschnitt erstmal völlig egal. Dann werde ich wieder eine Polylinie machen. Und zwar die Polylinie werde ich erstmal waagrecht zeichnen, dann hoch, dann runter. Jetzt habe ich hier noch die senkrechte Beziehung zu setzen. Dann kann ich wieder den Winkel festlegen mit 30 Grad. Ich kann diese waagrechte Entfernung hier vergeben mit 2,4 mm. Und diese Entfernung hier vergebe ich noch von Punkt zu Punkt mit 3,1 mm. Wir sind wieder vollständig eingeschränkt. So sieht unsere Skizze aus. Ich schließe die Skizze, stelle es sicher, na, hier wollten wir klicken, dass sie markiert ist, erstelle die Revolution und ziehe von der CAD die Revolution ab, wozu ich in die Part Workbench wechsle. Markiert habe ich es ja gerade in der richtigen Reihenfolge. Dann verschneide ich hier und alles ist soweit erstmal gültig verschnitten, mit allem drum und dran. Allerdings ist es so, wie man gesehen hat, sehr aufwendig. Es sind zig Fallstricke drin und dieser CAD-Geometriekern ist momentan in einer Version, die solche Operationen nicht sicher zulässt. Von daher ist eigentlich von solch einer Modellierung völlig abzuraten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Zum Abschluss des Videotutorials möchte ich quasi noch eine kleine Übung anhängen, in der ich zeige, wenn jemand unbedingt etwas Optisches als Konstruktionselement haben möchte, für eine Gewindesackbohrung in einer Platte, wie man das lösen kann. Ich schließe also diese Datei, lege eine neue Datei ein, gehe in die Part Workbench und werde als erstes dort einen Würfel, den ich verändere entsprechend, indem ich sage, ich gebe mal eine Länge von, sagen wir mal, 40 mm und eine Breite von, na, sagen wir mal, eine Zahl, 80 mm, gebe ich ihm mal an und habe somit meine Platte hier kreiert. Jetzt werde ich diese obere Fläche auswählen, gehe in den Part-Design-Bereich, sage, ich hätte gerne eine Skizze auf die ausgewählte Fläche und ziehe hier meinen Kreis auf und sage, der Kreis soll zur waagrechten Achse in dem Fall eine Entfernung haben von, na, sagen wir mal, 20 mm und er soll zur senkrechten Achse eine Entfernung haben von mir aus auch 20 mm.
Dann werde ich noch den Radius des Kreises vermaßen. Wir werden uns auch wieder grob an einem 6 erstmal halten, also sagen wir wieder ein Radius von 2,5 mm. Ich schließe die Skizze und wende hier mit die Taschenfunktion an, sage durch alles hätte ich gerne und dann hätte ich mal mein Loch eingebracht. Und nun wollten wir ja mit diesen konzentrischen Ring, sage ich mal dazu, ein Gewinde simulieren. Also, das geht folgendermaßen. Wir hätten also folgende Möglichkeit. Wir blenden zur Sicherheit erstmal diesen Körper hier aus und sagen dann in der Partisan Workbench, wir möchten eine neue Skizze auf der XZ-Ebene, sagen OK, zoomen etwas ran, sagen Funktion Polylinie und werden jetzt als erstes quasi die Gewinde-Bohr-Geometrie oder Gewinde-Schneid-Geometrie als erstes nachmodellieren. Ich sage eine senkrechte Linie, eine waagrechte Linie. Dann deute ich hier einfach mal ein paar dieser Zacken an und halte mich jetzt mal nicht mit der genauen Geometrie auf. Mir geht es eigentlich nur ums Prinzip. Ich lösche jetzt diese überflüssige Beziehung hier raus. Dann sage ich, diese Linie soll waagerecht sein. Dann werde ich als erstes diesen Linien hier die gleiche Länge zuweisen. Dann werde ich als nächstes eine Linie zeichnen von diesem Punkt zu diesem Punkt, die er gleich auch automatisch senkrecht macht. Dann werde ich diese Linie in den Konstruktionsmodus versetzen und ich werde sagen, dieser Punkt und diese Linie sollen zusammenfallen. Hier machen wir dasselbe Spiel. Dann können wir noch eine Linie zeichnen von diesem Punkt zu diesem Punkt. Diese Linie machen wir ebenfalls senkrecht. Dann werden wir diese Linie nochmal markieren und als Konstruktionslinie deklarieren und wir sagen du und du, ihr fallt zusammen. Dann werde ich sagen, diese Linie bekommt eine Höhe von 10 mm, so hoch war ja die Platte, die wir gerade eben erzeugt haben. Dann dieser Punkt und dieser Punkt sollen entfernt sein, etwas weniger als der Kernlochdurchmesser von M6 bzw. der Kernlochradius, also nehmen wir mal 2,4. Dann gebe ich dieser Geschichte hier noch, weil wir einen M6 modellieren wollen, ein Maß von 3 mm mal mit. Dann sage ich schließen. Dann drehe ich die ausgewählte Skizze, mache daraus diese Revolution. Ich blende jetzt das Pocket wieder ein. Und habe zwei voneinander unabhängige Solids. Wenn ich jetzt noch im Nachhinein die Skizze an den richtigen Platz schiebe per Placement, kann ich dann die Boolsche Operation durchführen. Ich sage also für die Skizze, ich kann diese Revolution selbst kann ich per Placement nicht bewegen, aber die Skizze, die kann ich noch im Nachhinein bewegen. Und sagen, die verschiebe ich vom Nullpunkt her um x20 und y20. Ja, das waren ja die Koordinaten unserer Bohrung hier. Dann sage ich OK und ich kann von Pocket die Revolution in der Part Workbench abziehen und habe hier mein Gewinde reingeschnitten, so wie es sein muss. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videotutorials über Innengewinde angelangt. Ich hoffe, ich konnte einige Dinge zeigen und einige Zusammenhänge erklären. Und man konnte mal wenigstens sehen, was prinzipiell grob möglich ist in FreeCAD und was noch nicht so zu empfehlen ist im momentanen Entwicklungsstand des Programmes. Ich würde mich über
Anregungen, Feedback jeder Art freuen und vielleicht sehen wir uns ja in einem weiteren Video-Tutorial wieder erneut. Auf Wiederschauen!